Oh, schön, Cervenka, Lammer, super Pass. He? Gut, mit dem Mar haben wir Glück. Lakers gehen 1-0 in Führung. Die Top-Formation hat zugeschlagen. Alles hat mit der Aktion von Cervenka begonnen. Und dann ist es Andrew Rowe, der die St. Galler in Führung bringt. Achte Minute. Cervenka verteilt die Pässe geschickt. Lammer setzt nach und dann verwertet Captain Andrew Rowe den Abprall. Arno, was siehst du? Cervenka. Ich habe ihn bei Zürich gehabt. Und wir haben ihn mal auf der Wurst holen, früher schon. Und die Lausanner haben den langen Wechsel hier im zweiten Drittel. Die sind jetzt wirklich auf den Felgen. Und das wird ausgenutzt. David Ebische, der Verteidiger, trifft zum 2:0, 27. Minute. Haben sie müde gespielt? Rappi schießt nicht immer, sondern sie warten, bis der Gegner müde wird. Und es passiert tatsächlich. Und dann, ja, also Michael, jetzt wirklich so, wie ich es mir erwartet habe, dass sie, Rappi ist nicht die Mannschaft, die sofort den Schuss aufs Goal sucht, sondern sie wollen manchmal, wenn es den Gegner richtig kaputt machen. Cervenka. Schön gespielt von Albrecht. Scheibe drin. 3-0. Lakers. Powerplay genutzt. War es ein Eigentor eines Lausanners. Yannick Lennart Albrecht hat auf jeden Fall die Scheibe da vors Tor gebracht. Lässt sich hier als Torschütze feiern. Wie genau ging der Pöck am Ende rein? Hier Albrecht aus der Drehung und dann ja abgelenkt von Bolzhauser oder Gernat, der da dazufährt und die Scheibe unglücklich ablenkt. Aber die Lakers haben hier die Schlinge eben zuziehen können mit ihren Leuten. Scheibe abgefangen von den Lakers. Neukomm, Forer, super gespielt. Mitchell gewinnt die Scheibe. Benjamin Neukomm, klasse seine Übersicht. Das 4:0 für die Lakers. Aus der Luft, ja, der Torschütze holt da die Scheibe aus der Luft runter und steht dann richtig, um abzuschließen. Es ist fast noch etwas Gutes sagen zu dieser Szene. Nein, es ist auch. Nochmal. Das ist doch gesagt, es sind viele gute Sachen da unten. Da. Prügelei, Rowe. Nebens und dann Vorstor gespielt. Mitchell ist da im Powerplay. Juse mit dem Schuss. Mitchell setzt nach. Und Mitchell trifft Zach Mitchell. Zum 5:0. Er ist das fünfte Tor von Mitchell in dieser Saison. Und da gibt es nun also auch ein Powerplay-Tor. Ein weiteres für die Lakers. Nach dem 13:0 auch das 15:0 in Überzahl erzielt. Dünner auch mit einem sehr guten Einsatz. An ihm prallt ja auch die Scheibe ab und bleibt dann, behauptet sich, Wetter, Backhand, gewinnt die Scheibe wieder zurück, Vorstor und drin. Jetzt werden die Wattländer hier auseinandergenommen. Yannick Brüschweiler bringt die Fans zum Jubeln. 6:0. Selber abgeschlossen, Scheibe sofort zurückgewonnen, den Kollegen vor dem Tor angespielt. Es läuft
wie am Schnür. Und nachher sind wir Meister geworden, dann hat jeder Spieler 5'000 Franken teurer geworden. Und nachher ist es eben beschnallt. Sag etwas, du bist eh gerade am Schwätzen. Und nachher bist du nochmal Meister geworden, bist du nochmal rauf und nochmal und nochmal rauf. Und dann ja, hast du müssen. Hast du das können behalten? Schau mal die Halle jetzt. Ja. Schau mal die Geldgeber da oben jetzt. Schau mal den Wohnsitz jetzt, oder? Und das muss Rappen genau gleich machen. Ich meine, es ist ja eine fantastische Leistung, was da bringt, oder? Ja, Zach Mitchell, so habe ich ihn gar noch nie gesehen und viele Zuschauer hier in Rapperswil auch noch nicht. Er ist ja mehr so ein Lückenbüßer. Weil Moses langzeit verletzt ist, der eigentliche Importspieler ist Zach Mitchell geholt worden. Ist Viertlinie. Viertlinie Zentrum. Er hebt die Viertlinie, hat immer die Viertlinie selber in den Zusammengehalten, ich weiß es nicht. Der Mara ist auch.